Frei im eigenen Wohnmobil. Carmen und Manuel haben sich diesen Traum erfüllt. Das ist krass, weil die wollten da in den Bäumen hängen. Das Besondere? Den Lieferwagen hat Manuel selbst zum fahrenden Hotelzimmer ausgebaut. Das war für ihn anstrengend, herausfordernd, lehrreich und irgendwie auch ziemlich cool. Das ist die Geschichte, wie sich Träume erfüllen. Do it yourself. Ein Wechselbad der Gefühle. Alles wieder ausbauen. Ist das geil oder ist das geil? Das ist jetzt richtig scheiße. Manuels Plan? Mach dir keinen Kopf. Einfach machen. Machen, sich trauen, über seinen Schatten springen. Vergiss die Abers und leg los. Wie erfüllt man sich den Traum vom mobilen Eigenheim? Und du hast immer einen sicheren Raum, in dem man sich wohlfühlt. Wie wird man ein echter Busbastler? Kann das jeder? Das neue Projekt. Heute ist der große Tag. Im Herbst 2019 kauft Manuel Lemke den Lieferwagen. Er filmt sich dabei für seinen Busbastler-YouTube-Kanal. Dann steigen wir ein, oder? Gerne. Das Hochdach haben wir in Farbe. Sie haben es gesehen. Aufrechtes Stehen. Mit Platz. Ganz aufrecht. Noch ist der Transporter meilenweit von einem gemütlichen Wohnmobil entfernt. Wir treffen Manuel Lemke ein paar Wochen später das erste Mal. Schon vor 20 Jahren habe ihn das Busbastlerfieber erwischt, erzählt er. Nach der Schule habe ich mit einem Kumpel zusammen einen Unimog ausgebaut und bin damit nach Indien gefahren. Und das steckt irgendwie ganz tief in mir drin. In einer Mietgarage im Nordschwarzwald soll der Traum von den eigenen vier Wänden auf vier Rädern wahr werden. Hier hat Manuel in den letzten Wochen Pläne ausgetüftelt. Ob er die alle umsetzen kann? Ja, im Prinzip soll es eine komplette Einraumwohnung werden. Wir haben eine Küche da, wir werden hoffentlich mit Strom kochen. Das ist noch ein bisschen fraglich, ob das mit dem Solar, das aufs Dach kommt, ausreicht. Eine schöne Sitzecke, eine Arbeitsecke, ein festes Bett soll mit drin sein, sodass halt ein möglichst gemütliches Ambiente da drin entsteht. Kopfzerbrechen bereitet ihm allerdings das Gewicht. Denn der Transporter darf nicht schwerer als 3,5 Tonnen werden. Naja, also angenommen, ich habe jetzt alle Möbel drin, das Wasser ist drin, die Klamotten sind drin, wir als Menschen sind drin und wir sind über diesen 3,5 Tonnen, die das Auto eigentlich haben darf. Dann erlischt ja quasi die Zulassung für uns. Bald beginnt er mit dem Ausbau. Wie schwer wird der Transporter am Ende sein? Holzgerlingen, südlich von Stuttgart. Hier treffen wir die beiden Köpfe der Busbastler. Manuel ist der Gründer. Eigentlich arbeitet er als Sprecher von Werbefilmen. Doch die Schrauberleidenschaft bestimmt immer mehr sein Leben. Das Geschäftsmodell ist im Prinzip, mach das, worauf du wirklich Lust hast. Und das mit dem Geld wird sich schon irgendwie einstellen. Also klar, wir versuchen schon auch irgendwie unsere Unkosten zu decken und vielleicht sogar den einen oder anderen Euro dazu zu verdienen. Die meisten Dinge, die wir tun, sind aber eher aus Leidenschaft heraus. Christian Zahl ist vom Fach. Der Chefschrauber der Busbastler ist gelernter Kfz-Mechaniker. Kennengelernt haben sich Manuel und Christian übers Internet, als sie die Ausbauvideos des jeweils anderen gesehen haben. Servus Busbastler! Herzlich willkommen auf dem Busbastler Basecamp Nummer 2. Aus dem Internet kennt man die beiden in ganz Deutschland. Zwei Köpfe, eine Idee. Dass wir dabei ein bisschen Geld verdienen, ist klar, ist ganz logisch. Sonst würde das, glaube ich, auch dauerhaft nicht funktionieren. Und durch Busbastler, durch Manuel, habe ich tatsächlich nach 21 Jahren meinen Job gekündigt. Raus aus 10 Stunden Werkstattalltag, rein in jeden Tag irgendwas Neues erleben. Bitte.
Ja, endlich. Herzlich willkommen. Geld verdienen sie vor allem mit Workshops. Sie zeigen anderen, wie es geht. Und da sind wir auch schon. Na, jetzt kommt nämlich hier kommt das Loch rein. Ja. Genau, ein großes viereckiges Loch. Ja. Und da, wo du mit dem Hintern drauf sitzt, auch. Heute soll eine Standheizung eingebaut werden. Können das auch gewöhnliche Hobbyschrauber? Ja, das Loch jetzt. Also das ist jetzt so der Punkt, wo ich am meisten Angst vor habe, dass das Loch da nicht so passt, wie es ist. Und hat man ja doch Hemmungen, so in sein Auto ein Loch einzuschneiden. Ne? Bitte schön, schön langsam, nicht übertreiben. Und immer unten noch mehr Druck. Perfekt, und raus damit. Unter professioneller Anleitung wachsen die Hobbybastler über sich hinaus. Tata. Das wird schon. In einer Pause zeigt uns der 73 Jahre alte Ingo aus Lübeck seinen selbst ausgebauten Campingbus. Für den Fall aller Fälle habe ich auch einen Rotwein mit. Man weiß ja nie. Gebraucht für 12.000 Euro gekauft und dann in 70 Arbeitstagen für 8.000 Euro ausgebaut. Ein neu gekauftes Wohnmobil hätte fast 40.000 Euro mehr gekostet. Ein neues Wohnmobil, das war bei uns in Erwägung gezogen, aber ich habe gesagt, ich sehe einfach nicht ein, wirklich nicht, dass ich 45.000 für ein Grundmodell bezahle und 10.000 für Ausstattung und dann, das ist mir einfach zu viel. Für die Standheizung samt Workshop zahlt er noch mal rund 1.100 Euro und er darf mitarbeiten. Quasi, hier müssen wir noch zwei Löcher machen. Ja. Hier kommt dann die Heizung hin und hier ist dann die Luftführung nach oben. Ja. In der B-Säule. Ja. Es folgt der schwierigste Part. Der Tank muss angezapft werden, weil die Standheizung Diesel als Brennstoff braucht. Wenn man weiß, wie es funktioniert, geht es relativ schnell. Wenn man weiß, wie es funktioniert, geht es unter zwei Stunden. Nee, nur von einer. Bei Ingo lässt sich die Leitung einfach legen. Doch bei Frank und Ute wird's kniffliger. Hier bei dem müssen wir auf jeden Fall den Tank komplett ausbauen, weil wir eine zusätzliche Dieselleitung legen müssen. Und dafür müssen wir oben in den Tank rein. Den ganzen Tank ausbauen? Wer traut sich das? Frank und Ute sind richtig froh, dass erfahrene Busbastler sie unterstützen. Also alleine hätte ich mir das nicht zugetraut, das alles so zu machen. Also da hätte ich schon gestreikt und nicht mehr weitergemacht. Bei Busbastler-Workshops lernt man, wie man sich selbst Träume erfüllt. Manchmal mit skurrilen Tipps. Da kannst du ja dieses, kannst du mal selber mit einer Hundenagelschere das, die Leitung abschneiden. Ja, tatsächlich. Christian meint eine Schere für Hundekrallen. Wenn man eine normale Kneifzange nimmt, kneift man die Leitung wieder zu, also schneidet die ab, aber kneift die zu. Und die schneidet quasi einfach einen Ring und schneidet die somit auf. Funktioniert richtig gut, kostet 3 Euro ne, im Hundebedarf. Würde ich eine Dieselleitungsschere kaufen, die speziell dafür ist, bezahlt man locker 30, 40 Euro für. Gewusst wie? Nach 6 Stunden ist die Standheizung eingebaut. Und das war's schon. Die Vorfreude wächst. Wenn du bei Sturm und Wind und Schnee und Hagel bei uns in Norddeutschland am Deich stehen kannst und kommst dann mit der Standheizung da an, hast eine warme Bude, keiner meckert, sagt, oh, ist das hier kalt. Meine Frau wird es auch gefallen, wenn wir Kaffee trinken fahren irgendwo an der See. Aber funktioniert die Heizung auch? Gucken wir mal, ob das läuft hier. Bist du? Das Ganze durchgehend, Luft wird wärmer. Glückwunsch, Ingo. Du hast eine laufende Standheizung im Bus. Danke, Manu. Auch Ute und Frank haben viel heiße Luft produziert. Das ist schon richtig heiß. Und das Schöne dabei ist, wenn du deine Hand länger als eine halbe Minute davor halten kann, stimmt was mit der Heizung nicht. Okay. Na, weil wir haben eine Austrittstemperatur zwischen 90 und 110 Grad. So kann es bald in den geplanten Urlaub gehen.
ans Nordkap. Ich würde eigentlich lieber im Sommer fahren, aber der Frank möchte natürlich im Winter, der möchte die Polarlichter gucken und also, jetzt haben wir die Heizung, können wir auch im Winter fahren. Manuel, wow, kurzer Zwischenstand für unsere Zuschauer da draußen auf Instagram, wie sieht's aus? Es läuft! Es gibt immer mehr Busbastler und solche, die es werden wollen. Deshalb planen Manuel und Christian, ihre Idee auszubauen. Da wäre natürlich schon der Traum, dass man eine Firma gründet, die dann auch Leute so beschäftigt, dass sie sagen, okay, da kann ich mich ausleben. Und das ist so meine Vision von der ganzen Geschichte, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auszuleben und ihrer Leidenschaft zu folgen. Ja, hast du ja mit mir schon geschafft. Tada! Zurück zu Manuels Herzensprojekt Nummer 1. Der Ausbau seines eigenen Transporters. Die erste große Herausforderung, Fenster einbauen. Dafür muss er erst eine Schablone aussägen. Und genau hier soll das Loch reinkommen. So sollte es passen. Ja, jetzt wird es dann langsam heikel. Jetzt geht's ans große, große Loch und da habe ich echt ein bisschen Schiss vor, muss ich ehrlich sagen. Was kann da schief gehen? Naja, es kann zu groß werden, es kann schief werden. Ja, reicht eigentlich schon, ne? Also. Manuels Kamera überwacht ständig die Operation. Also ganz ehrlich, Leute, ich habe echt Bammel. So kann die Busbastlergemeinde mitbangen und lernen. Boah, mir ist noch nie ein Loch so schwer gefallen wie das jetzt gerade. Vor allem noch Besuch hier, ne? Als wäre der Druck nicht schon groß genug. Also wenn es nach mir geht, würde ich jetzt, glaube ich, einfach, wenn ihr nicht da wärt, würde ich einfach aufhören. Ich habe gerade richtig die Buchsen voll. Nach dem ersten Loch aber perforiert er hemmungslos sein Fahrzeug. Wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, ist es eigentlich ganz okay. Und zwischendurch gibt's immer wieder Tipps für die Zuschauer. Wenn ihr von außen sägt, dann klebt alles ordentlich ab, damit ihr keine Kratzer mit der Säge macht. Nach rund einer Stunde Bohren und Sägen ist das Loch im Blech. Jetzt muss nur noch das Fenster da reinpassen. Und tatsächlich, es passt. Aber leider nur fast. Also ich glaube, es dreht sich hier um die kleinste schwäbische Maßeinheit. Muckesägel. Das Muckesägele muss weg, aber bloß nicht zu viel. Nee. Nächster Versuch. Jo, jetzt passt's rein. Sieht gut aus. Als wär's schon immer da gewesen. Der erste Schritt zum Traumcamper ist gemacht. Aber Manuel baut ja nicht nur für sich. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht um das Thema, habt ihr bestimmt schon gelesen, Fenstereinbau. Manuel stellt seine Videos auf YouTube. Die moderne Art der Bauanleitung. Keine Angst, man muss nicht alles lasern. Tada! Unfassbar, wie viel Kleber da reingeht. Natürlich mache ich nicht alles richtig, deswegen gibt es schon hin und wieder dann auch mal Hinweise von wegen, das hättest du anders machen können oder das macht man eigentlich so oder so. Finde ich aber gar nicht schlimm, weil wenn das die Leute unter den Videos dann schreiben, dann sehen es die anderen ja auch wieder und lernen dann davon auch was. Und darum geht es ja, dass man sich gegenseitig hilft. Durch die Corona-Krise wird er allerdings ausgebremst. Wegen Lieferschwierigkeiten fehlt Holz. Erst im Sommer ist er wieder online. Mit Fichtenholz will er die Decke seines Transporters mit einem aufwendigen Fischgrätenmuster schmücken.
ob das so eine gute Idee war. Okay, das ist jetzt richtig scheiße. Der Fräser hat dieses Brett nach vorne gezogen. Dadurch habe ich mir jetzt hier eine Ecke rausgefräst. Shit. Mal gucken, wie ich das rette. Ich habe es jetzt getauscht, ein anderes Brett reingenommen. Ich habe es hier zwar dann eine kleine Ecke, die aber wahrscheinlich, nee, die natürlich garantiert hinter einem Schrank verschwindet. Echte Sisyphusarbeit. Aber so bekommt sein fahrendes Wohnzimmer eine heimelige Holzdecke, die obendrein die Wärme drinnen hält. Ist das geil oder ist das geil? Alter Schwede, jedes Mal, wenn ich die Tür aufmache, denke ich mir, ja. Noch einen Schritt näher zum Wunschwohnmobil. Was kommt als nächstes? Manuel arbeitet im Sommer unaufhörlich weiter. Inzwischen hat er alle notwendigen elektrischen Leitungen eingebaut. Doch das hat er nicht alleine gemacht, denn das wäre leichtsinnig. Wenn man gar keine Ahnung hat, das zu machen, finde ich sehr gefährlich, weil du unter Umständen halt sehr hohe Ströme hast. Und das kann zu Kabelbränden und sonst was führen. Da ist auf jeden Fall Vorsicht geraten. Und zumindest ein Fachmann am Ende drüber schauen lassen, ist immer zu empfehlen. Zur Abwechslung trifft er sich heute nicht zum Schrauben. Heute wird gefahren. Manuel hat ein Offroad-Training organisiert. Geleitet von Busbastler-Mitglied Dennis Kröschel. Normalerweise unterrichtet der Lehrer im Gymnasium. Heute auf der Lehmpiste. Was für eine Erwartung seid ihr hier? Ich habe festgestellt, als Beifahrer bin ich total ungeeignet. Ich würde mich gerne freuen, dass ich entspannter neben Stefan sitze oder dass er entspannter neben mir sitzt, wenn ich fahre. Ich will auch einfach sehen, was geht, was nicht geht, damit ich weiß, wo ich reinfahren darf oder nicht. Und das ist auch der erste Ansatz, der heute wichtig ist. Wir sind hier nicht, um irgendwas kaputt zu machen. Um es gleich vorwegzunehmen, es wird nicht allen gelingen. Das Busbastlerleben. Immer ein Abenteuer. Hier, rechts, rechts! 0815 Pauschalurlaub, nicht mit einem Camper. Wir fahren immer gerne querfeldein, weil die ganz normalen ausgebauten Straßen sind langweilig. Man versucht irgendwo vielleicht in Kroatien an den Strand zu fahren. Und dann kann es halt auch sein, man wird vielleicht von einem Regenschauer überrascht und dann ist plötzlich mit der Fahrsituation eine ganz andere. Will man das Besondere finden, muss man Hindernisse überwinden. Für Wasser und Flüsse und all Mögliches gilt immer eine Aussage: If you can't walk it, don't drive it. Ja, also es ist einfach eine ganz entscheidende Sache. So, sehr gut. Hervorragend. Seht zu, dass ihr langsam fahrt. Wenn ihr merkt, ich komme irgendwo nicht weiter, dann bleibt lieber stehen, fahrt lieber dann an der Stelle ein Stück zurück. Katrin ist im Minivan unterwegs. Etwas außergewöhnlich, aber das ist ihr Camper. Auch die anderen Fahrzeuge sind nicht fürs Gelände gemacht. Sie haben keinen Allrad, sondern nur einen Zweiradantrieb. Das ist das Ziel, was soll denen beigebracht werden? Wie man eine Stoßstange wieder anmontiert. Ja, also im Prinzip geht es darum, einfach das eigene Fahrzeug besser einschätzen zu können. Wie funktioniert das? Wo sind die Grenzen? Gerade hier auf der Höhe bleiben, auf der Höhe bleiben. Jetzt nach links, nach links. Warum? Da ist doch ein... Links, links. Ja! Ein paar Kratzer am Unterboden tragen Busbastler wie Abzeichen. Doch jetzt wartet der Kamelbuckel, Härtetest für Hartgesottene. Im kleinsten Gang, den ihr habt, bleiben und versucht, so wenig wie möglich die Kupplung zu benutzen. Weil ich möchte immer noch die Bremswirkung vom Motor.
und möglichst immer nur phasenweise bremsen. Weil sobald ich, auch das kennt ihr ja von der Straße, sobald meine Reifen blockieren, habe ich keinerlei Lenkwirkung mehr. Es gibt mutige Fahrer und übermütige. Er hat aufgesetzt. Bisschen zackig, glaube ich, sind wir da runtergefahren gerade. Aber wir sollten den ersten Gang mal rollen lassen und dann war es ein bisschen zu schnell. Bis zu dem Moment, wo es vorne aufgeknallt ist, da dachte ich, jetzt ist vorne alles abgerissen. Gott sei Dank ist es nur das Nummernschild. Katrin hat bereits dazugelernt. In der Realität, wenn ich alleine an so einem Feldweg stehen würde, würde ich alleine sowas nicht runterfahren. Definitiv nicht. Man muss ja auch mal ein bisschen mit Verstand an die Sachen dran gehen. Okay. Claudia und Stefan kennen keinen Schmerz. Langsam, langsam. Ja, aber langsamer ging nicht. Alles gut. Nach 8 Stunden im Offroad-Park sind die Autos zwar schmutzig, aber sie fahren. Für mich ist erstaunlich, was mit dem Auto geht. Also es ist ein ganz normales Serienfahrzeug. Also dass wir da durch solche Matschlöcher durchkommen, hätte ich nicht gedacht. Man braucht nicht unbedingt Allrad, glaube ich, aber die Bodenfreiheit ist das Entscheidende, habe ich jetzt heute mitgenommen. So. Dass ich mich mehr trauen kann, einfach mal auf meinen Weg zu gehen und sagen, hier, ich kann auch links fahren, wenn er rechts sagt. Dieser Workshop geht zu Ende. Aber auf Manuel wartet bereits der nächste Busbastler-Höhepunkt. September im Schwarzwald. Das Busbastler Basecamp. Organisiert von Manuel und Christian. Hier treffen sie jedes Jahr Gleichgesinnte. Endlich mal persönlich und nicht nur online. 3 Tage lang dreht sich alles ums Selberbauen. Das Schönste, was man da rauspicken kann, wie kriegen wir das am besten? Sie tauschen Tipps aus und neugierige Blicke. Nirgendwo sonst finden sich so viele raffiniert ausgebaute Wohnmobile an einem Ort. Dieses Paar aus Kitzbühel hat sich in einem Feuerwehrauto eingerichtet. Für 4.000 Euro gebraucht gekauft und nochmal 8.000 in den Innenausbau gesteckt. Gemütlich, mit Holzofen. Zur Feuerwehr gehörte Feuer. Ja, wir waren am Wolfgangsee im Herbst und hatten noch einen anderen Ausbau und da war kein Ofen drin. Und es war uns so zu kalt, wir haben mit Mützen geschlafen. Und dann haben wir beschlossen, wir brauchen einen Ofen. Komm vorbei, mein Bungalow. Ich hab Snacks für die Lizard-Show. Mama kommt für alle. Mama kocht für mich und dich. Komm vorbei, mein Bungalow. Bei The Rivers of Cashflow. Wir trinken Soda, trinken Soda. Komm vorbei mit deinem Skoda. Auch Manuel holt sich Ideen für seinen anstehenden Möbelbau. Das ist Esche, ne? Ja, Natur, die Kernesche, das macht es natürlich lebendiger und hell. Ja. Was ist die Toilette? Die Toilette haben wir ganz schön praktisch aufgeräumt. Ach was, das ist ja cool. Ja, schau natürlich auch stilecht, ne? Ja. Mit Logo und dem stillen Örtchen, das Herzchen. Schick. Wenn es mal schnell gehen muss. Busbastler-Kompagnon Christian hat seinen Wohnmobiltraum bereits ausgebaut. Da, wo Manuel drauf sitzt, ist der Kühlschrank. Darunter befindet sich tatsächlich auch die Standheizung und Socken. Hier haben wir natürlich hier oben Stauraum. Ganz, 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 ganz wichtig. Ne, hier sind Klamotten drin, hier vorne haben wir einen Küchenbereich, hier hinten sind die Klamotten. Auch hier unten die Schränke sind alles voller Stauraum, Staumöglichkeiten. Auch Christians Partnerin Maren liebt das Leben im Van. Für das Paar ist der Camper das sichere Nest, eine Art mobiles Eigenheim. Ich bin einfach unheimlich gern unterwegs. Es ist einfach total schön, mal an unterschiedlichen Orten zu sein, ganz viel zu sehen und trotzdem halt sozusagen seine Wohnung dabei zu haben und immer einen Rückzugsort auch zu haben. Genau, dass du halt eben überall zu Hause bist. Ne? Du hast immer einen sicheren Raum,
in dem man sich wohlfühlt. Und das macht es am Ende aus. Bei Manuel und seiner Partnerin Carmen dagegen wirkt alles noch etwas provisorisch. Aber die Reisepläne stehen. Die Idee war jetzt, nach Norwegen zu fahren. Ne? Ja. Das war so die Idee. Mal. Gleich mal so einen richtigen Härtetest. über Winter, also über Silvester war die Idee gewesen. Skifahren in Norwegen. Wenn es denn klappt. Wenn es denn klappt und also fertig ist, glaube ich, dann immer noch nicht. Weil so ein Camper wird nie fertig. Aber Manuel hofft, dass er bald die Möbel einbauen kann. Meine Frage wäre erstmal, habt ihr trotz des Regens irgendwie Spaß gehabt an dem Wochenende? Also Wachsitz auf jeden Fall. Wachsitz, das schon mal sehr. Oktober. Ruhpolding in Bayern. In dieser Schreinerei will Manuel seinen Camper endlich wohnlich machen. Zusammen mit seinem Schulfreund Kurt Dayal baut er die Möbel. Auch der gehört zum Busbastler-Team. Vor 20 Jahren sind die beiden schon gemeinsam im umgebauten Unimog durch die Welt gereist. Heute schreinert Kurt Möbel, speziell für Vans. Und auch bei ihm gilt das Motto, Hilfe zur Selbsthilfe. Dann schrauben wir die rein, bis auf die beiden, weil hier werden wir wahrscheinlich im Auto noch mal ein bisschen angleichen müssen. Ja. Ja, weil das habe ich jetzt noch nicht ausgemessen. Unterm Strich macht es Spaß, den Leuten etwas mitzugeben. Das heißt, es kommt jemand, der Lust hat, das aber noch nie gemacht hat, aber Freude daran hat, was selber zu machen. Und er geht danach wieder nach 2 Tagen und er ist unglaublich stolz auf das, was er gemacht hat, was er sich alleine niemals zugetraut hätte. Weil Manuels Camper etwas Besonderes werden soll, schuften sie schon seit 2 Wochen. Viel Geduld und Schweiß sind gefragt, um die Möbel an die Form des Fahrzeugs anzupassen. Sind wir dran? Ach so, doch, ich stehe hier hinten an. Immer wieder anpassen und nachbessern. Wir gehen aber lieber ein bisschen vorsichtiger ran. Ausschneiden ist mal möglich, rankleben ist eher schwierig. Vielleicht kannst du auch so was von uns steht, oder? Alle anderen machst raus. Ja. Muss man als Busbastler ein geduldiger Mensch sein? Ja, definitiv. Also Dinge klappen meistens nie aufs erste Mal. Und ja, man muss halt sehr häufig Dinge anpassen und manchmal macht man was kaputt und muss mal von vorne anfangen. Busbastler sind geduldig, leidenschaftlich, handwerklich geschickt, eigenwillig und sie lassen sich ihr Hobby etwas kosten. Manuel zahlt für den gesamten Innenausbau rund 30.000 Euro. Hinzu kommen ungezählte Arbeitsstunden. Dafür hat er gearbeitet. Manuel und seine Partnerin Carmen beim ersten gemeinsamen Ausflug im selbstgebauten Wohnmobil. Ich bin sehr zufrieden. Also man sieht jetzt auf jeden Fall, wo die Reise hingeht, wie das alles dann wird am Ende. Innerhalb der letzten 8 Monate hat sich das ursprüngliche Lieferfahrzeug schon ziemlich verwandelt. Es steckt schon sehr viel Arbeit und Herzblut drin, in dem Fall drin. Ja, wir haben uns natürlich ein bisschen seltener gesehen, weil man natürlich am Stück häufig weg war, um den Ausbau voranzutreiben. Ja, und ich musste natürlich, da ich ihn nicht begleiten konnte, halt dann zu Hause bleiben, da haben wir uns einfach längere Zeit nicht gesehen. Aber das Ergebnis zeigt sich ja jetzt, das ist super schön. Gerade diese Holzoptik, das macht echt was her. Das macht das Ganze einfach unheimlich wohnlich. Ist ja absehbar. Doch das Fahren daheim ist noch längst nicht fertig. Kochen können die beiden in ihrer mobilen Einraumwohnung noch nicht. Deshalb will Manuel bald die Küche einbauen. Doch im folgenden Winter und Frühjahr geht aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen nichts mehr. Erst im nächsten Sommer treffen wir die beiden Chefbusbastler im schwäbischen Königsbronn wieder. Auch noch mal ein extra Gestänge, also der Frust
sitzt noch immer tief. Dieses ganze Corona-Thema bremst uns so ungemein. Also zum einen beim Ausbau, zum anderen bei der Academy. Das ist, du merkst es, es sind Lieferengpässe, es sind sonstige Beschränkungen da. Die Akademie, womit ich ja auch einen großen Teil meines Unterhalts verdiene sozusagen, die mussten wir halt komplett einfach mal zumachen. Und das ist natürlich für ein Startup-Unternehmen so wie uns, ist das natürlich, es war krass. Jetzt geht es mit den Workshops direkt richtig anspruchsvoll wieder los. Dachausbau. Carsten und Julia aus der Nähe von Bremen ahnen nicht, was heute alles auf sie zukommt. Super, ich mag das Dach nicht, wenn man sich hier ständig den Kopf dran stößt und dann kann das mal raus. Genau, wir freuen uns auf Stehhöhe. Im Moment überwiegt noch die Vorfreude. Wir haben das ja schon ein paar Mal gesehen, die Jungs haben das ja bei YouTube schon ein paar Mal gepostet. Und ich glaube, das wird schon locker abgehen. Das wird man nicht. Ganz so locker wird der Dachausbau allerdings nicht. In den meisten Transportern kann man nicht bequem stehen. Echte Busbastler aber gehen lieber aufrecht durchs Leben. Eben auch der Komfort, mehr Höhe zu haben, also sich wirklich auch mal hinzustellen und sich in so einem kleinen Fahrzeug beispielsweise die Hose nicht im Liegen anziehen zu müssen, ist für viele dann schon ein Argument für so ein Dach. Bei diesem Workshop sind ausnahmsweise nicht nur Amateurschrauber am Werk. Die Mitarbeiter der Firma SCA sind Spezialisten für Campingausstattung und Karosseriebau. Manuel und Christian sind froh, dass sie heute nicht allein die Verantwortung tragen müssen. Das ist tatsächlich Königsklasse. Also es ist tatsächlich für mich sogar, ich glaube, aufregender als für dich, denke ich mal. Weil er weiß, was alles schief gehen kann. Genau, weil ich weiß, was das für ein Aufwand ist und was da für ein technischer Anspruch dahinter steht. Das ist schon eine krasse Nummer auf jeden Fall. Ja. Wir packen das. Ich wollte jetzt keine Angst machen. Nein, du machst mir da überhaupt keine Angst. Zur selben Zeit haben sie schon geschafft, was Julia und Carsten gleich bevorsteht. Bei Susanne und Magnus aus Kleebronn ist das Dach schon weg. Der erste Schnitt mal gemacht ist, funktioniert es ganz gut. Wir hatten schon ein bisschen Übung an den Fenstern, haben wir auch selber rausgeschnitten. Also von daher war es schon ein gewohntes Gefühl. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Normalerweise bringt man seinen Transporter zu den Profis der Firma SCA und holt ihn fertig wieder ab. Aber Susanne und Magnus wollen lieber selber machen. Wir haben bei dem Bus jetzt eigentlich alles selbst gemacht und das war schon so ein bisschen das Ziel, dann auch wenigstens ein bisschen mitarbeiten und auch sehen, wie es funktioniert, dass man es auch selbst so ein bisschen als sein eigenes besser ansieht. Jetzt geht's los. Aufgeregt? Ah, ein bisschen, ne? Der erste Schnitt tut vielleicht weh, wer weiß. Jetzt gibt es auch für Julia und Carsten kein Zurück mehr. Aber wie ist es so, jetzt ein Dach rauszuschneiden? Ich gucke ja nur zu. Ich traue mich, glaube ich, das selber zu machen. Ja, aber er macht das relativ, also wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also, Eineinhalb Stunden und drei kaputte Sägeblätter später ist es geschafft. Open Sky. Also das ist jetzt neue Freiheit nach oben, ja, definitiv. Das Loch ist drin, aber die Arbeit noch lange nicht getan. Denn damit der Wagen wieder verkehrssicher wird, muss ein Stahlrahmen eingebaut werden. Carsten hatte sich das etwas lockerer vorgestellt. Diese ganzen Feinarbeiten, damit hier jetzt dementsprechend der Rahmen da auch reinpasst, das sieht man natürlich in dem Video nicht. Insofern, das ist ja fast mehr Aufwand, als das Dach insgesamt da rauszuschneiden. Aber gut, es muss gemacht werden dementsprechend, damit ja, die Versteifung dann richtig auch sauber reinpasst. Während Carsten weiter schwitzt, wird das Loch bei Susanne und Magnus wieder geschlossen. Mit einem Festdach. Für rund 4.000 Euro.
Das ist cooler, so ein völlig anderes Auto jetzt. Anders? Ungewohnt, ganz ja. Ganz anders? Sehr ungewohnt. Macht aber schon einen guten ersten Eindruck. Ich bin auf innen gespannt, wie die Höhe dann ist. Jetzt habe ich hier 18. Passt. Für Susanne und Magnus kann der nächste Camperurlaub kommen. Ganz ohne krummen Rücken. Yes. Voll gut. Sehr viel Platz noch. Top. Da jetzt nur ein Fenster. Genau. Vorteil von einem festen Hochdach ist, dass es halt immer oben ist. Du hast immer Stehhöhe. Nachteil ist, du hast auch ein höheres Fahrzeug. Das heißt, also zum Beispiel eine Tiefgarage kannst du vergessen. Da muss man sich, glaube ich, schon dran gewöhnen, dass man nicht einfach irgendwann mal reinfahren will. Ja? Hoffen wir, dass es nicht so kommt. Ja? Ja. Julia und Carsten bekommen ein Faltdach. Das kostet fast doppelt so viel. Knapp 8.000 Euro. Super. Ich bin zwar nicht die Größte, aber jetzt stoße ich mir auch nicht mehr den Kopf. Das war vorher immer blöd. Im Winter wollen die beiden in den hohen Norden auf die Lofoten fahren. Direkt ein Härtetest. Wollen wir dann die Polarlichter sehen? Könnte aber kalt werden. Ja gut, aber gegen Kälte sind wir gewappnet. Wir haben Lappland hinter uns bei minus 30 Grad. Ich würde sagen, das geht. Also es gibt auch dafür noch mal quasi eine Thermohaube, die man noch mal drüber machen kann. Und wenn man natürlich mit einer Standheizung arbeitet, dann kriegt man da trotzdem relativ gut. Ja, ordentliche Ausrüstung ist natürlich das A und O. Machen wir noch einen kleinen Feuer hier vorne. Ja, ja, genau. Wieder einmal wurden Träume wahr. Und wie steht es um Manuels Idealvorstellung eines Campers? Die Küchenmöbel hat er schon gebaut. Die Wasserleitungen fehlen noch. Im schlimmsten Fall setze ich mir das ganze Ding unter Wasser. Manchmal hat man einfach zwei Hände zu wenig. Gell? Ah, falsch. Dichtung. Erst die Dichtung, dann die Schraube. Busbastler müssen auch die Kunst der Feinmotorik beherrschen. Ich sag mal, das ist halt so ein bisschen der, in Anführungszeichen, Nachteil. Wenn du zu genau planst, passt alles auf einen Millimeter. Aber das gibt natürlich wenig Spielraum. Oh, ist das ein Gefummel. Ah, nun komm schon, schwer die doch nicht so. Wo klemmt's denn jetzt eigentlich? Ah, sowas nervt, ey. Aber es gibt so Sachen, da fummelst du dir einen ab oder irgendwas geht schief und da denkst du, warum mache ich das eigentlich? Aber geht auch wieder relativ schnell vorbei. Aber gut. Und dann schauen, ob drin alles dicht ist. Jetzt zeigt sich, ob er wirklich präzise gearbeitet hat. Also eigentlich sollte nichts passieren, aber Wasser ist wie Strom. Das ist irgendwie nicht so ganz mein Thema. Okay. Das sieht auch aus, als wäre es dicht. Gut, dann setzen wir noch mal gleich die Kochplatte ein. Die Solarzellen auf dem Dach versorgen die Küche bei Sonnenschein fast komplett mit Strom. Das ging problemloser als gedacht. Sehr schön. Hätte ich gar nicht so verrückt machen müssen. Jetzt gibt es nur noch eine kleine Hürde. Das Gewicht. Zugelassen ist der Transporter mit Zuladung für 3,5 Tonnen. Heute will Manuel seinen Camper wiegen lassen. Ja, also ich glaube, es könnte noch gerade so im Rahmen sein. Also so ein bisschen drüber vielleicht. Was aber natürlich trotzdem bedeutet, dass man auflasten muss, weil man möchte auch noch ein bisschen Gepäck mitnehmen. Ist der Camper zu schwer? Bei einem Agrarunternehmen fährt Manuel auf die Waage.
3,5 Tonnen darf er wiegen. Knappe Kiste. 3,54 Tonnen. 40 Kilo zu schwer. Ich habe schon befürchtet, ja. Also ist noch nicht ganz alles drin, aber das Schwerste, sage ich mal. Und dass wir jetzt knapp über dem aktuell zulässigen Gesamtgewicht sind, mit mir als nicht ganz so leichten Fahrer, habe ich mir schon fast gedacht, ja. Deshalb hat Manuel seinen Camper schon vorläufig auf 4,1 Tonnen zugelassen. Bei seinem Fahrzeug ist das laut EU-Recht unbedenklich. Jetzt muss er das Gewicht noch amtlich eintragen lassen. Etwas Bürokratie gehört auch zum Busbastlerleben. Im Prinzip eigentlich die ganzen Dokumente jetzt zusammentragen, zum TÜV fahren, dass die das quasi alles dann übernehmen und dann kann ich es ummelden. Und dann wird es ein Sonderkraftfahrzeug Wohnmobil über 3,5 Tonnen sein. Ein paar Tage später soll die neue Küche eingeweiht werden. Natürlich mit Partnerin Carmen. Und was wird es zum Essen geben? Musst du die Küchenchefin fragen. Nudelsalat gibt's. Was Sommerliches. Was Sommerliches, genau. Dann kann es eigentlich losgehen. Ja. Endlich wieder unterwegs sein. Dabei sind alle Ausbaustrapazen vergessen. Hast du einfach deine Ruhe, kannst abschalten, ein bisschen. Wir müssen einfach den Alltag hinter dir lassen. Also ich liebe es eigentlich wirklich immer wieder unterwegs zu sein, neue Orte zu sehen, auch immer wieder neue Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so viele machen gerade. What makes a house a home? Been running for so long. When I met you. Zu Hause ist es schon in gewisser Weise. Klar, es ist noch nicht ganz fertig. Jetzt, wo auch fließendes Wasser da ist und man doch so ein bisschen Rückzugsort hat, kann man sich dann doch schon ein bisschen mehr wie zu Hause fühlen. What makes a house a home? Been running for so long. Jetzt sollte aber auch die Küche funktionieren. Carmen ist skeptisch. Das wird spannend. Ich hoffe, dass es funktioniert. Es wird ja heute mehr oder weniger Premiere sein. Also ja. Diese Zweifel. Dass die Küche jetzt auch funktioniert. Ja. Frechheit. Absolute Frechheit. Natürlich funktioniert das. Jetzt noch Gemüse. Also, wenn man die richtige Platte anmacht, geht es. Mhm. Ja, funktioniert. Hat sogar gekocht. Tische und Stühle außerhalb von Campingplätzen aufstellen? Das ist nur ausnahmsweise für unsere Dreharbeiten erlaubt. Wildes Campen ist in Deutschland verboten. Das heißt, solche Wanderparkplätze, Waldparkplätze und so weiter, die kann man nehmen, um sich auszuruhen. Aber so Campingverhalten, wie das jetzt hier ist quasi, das darf man quasi nur dank euch mit der Drehgenehmigung, ansonsten ist es verboten. Fast 2 Jahre hat Manuel an seinem Traum gearbeitet. Wie viel Geld er dabei ausgegeben hat, das wird wohl sein Geheimnis bleiben. Ja, ich habe irgendwann aufgehört, das irgendwie aufzuschreiben, weil klar, es wird immer teurer, als man das möchte. Ich spare mir immer wieder ein bisschen was auf die Seite und mache dann den nächsten Ausbauschritt und dann passt es einfach. Noch fehlen eine Sitzecke und die Dusche. Aber was wäre ein echter Busbastler, wenn er nichts mehr zu werkeln hätte?